So, meine Lieben, es ist wieder soweit. Die schönste Zeit im Jahr ist angebrochen, die Weihnachtszeit. Die ganzen fleißigen Elfen, die ganzen fleißigen Weihnachtsmänner, hört mal genau zu, macht nicht den gleichen Fehler wie ich. Und zwar bin ich eine Person, die am 23., wenn die Möglichkeit sogar besteht, am 24. sogar erst Geschenke einkauft. Deswegen habe ich hier meine Last-Minute-Weihnachtsgeschenkideen für 2023. Let's go. Was darf natürlich nicht fehlen? Die Lichter. Kerzenschein zu Weihnachten ist ein großes, großes Thema. Und dazu haben wir natürlich auch die perfekte Lösung. Und zwar kombinierst du beides, die Kerze und den Duft. Was natürlich eine große und gute Empfehlung immer ist, sind Duftkerzen, vor allem in der kalten Jahreszeit. Denn sie strahlen natürlich nicht nur Licht aus, ja, und Wärme, sondern im besten Fall auch noch den perfekten Duft. Wir haben eine ganz tolle Aktion gerade bei uns im Online-Shop am Laufen. Und zwar bekommt ihr eine von drei Duftkerzen 200 Gramm zur Auswahl. Und welche das sind, sage ich euch sofort. Aber das Coole dabei ist, dass ab einem Einkaufswert von 80 Euro ihr eine Duftkerze im Wert von 60 Euro gratis dazu bekommt. Wenn da nicht Weihnachtsstimmung aufkommt, dann weiß ich auch nicht mehr. Eine ganz besondere, die ich absolut feier, ist die Orange and Coconut Duftkerze. Und zwar ist diese Mischung aus fruchtig frisch durch die Orange mit der Kokosnuss, also auch hier ja fast karibisch die Vibes zu Weihnachten. Eine schöne Kombination. 200 Gramm, wie gesagt, natürlicher Sojawachs, ja, Brenndauer von über 40 Stunden. Da könnt ihr wirklich euer Weihnachten ein bisschen karibisch anhauchen. Die zweite Duftkerze ist die Cedar and Musk. Und diese hier ist eine für etwas würzigere Abende, ne? Oder holzigere. Zedernholz mit Moschusakkorden. Also eine sehr animalische Duftkerze, die es vielleicht zu einem etwas wilderen Weihnachten braucht. Und die dritte, die ich euch empfehlen kann und würde auch zu dieser Aktion jetzt zu Weihnachten bei uns, ist die Tonka und Vanille. Wenn ihr möchtet, dass euer Wohnzimmer, euer Esszimmer oder die ganze Wohnung, das ganze Haus so richtig nach Plätzchen, nach Vanille riecht, ja, und nach verführerischer Tonka-Bohne, dann lege ich euch diese Duftkerze ans Herz. Die macht einfach unheimlich schöne Weihnachtsstimmung. Das ist natürlich die Aktion, die wir gerade fahren und die würde ich euch auch sehr empfehlen. Aber wenn ihr natürlich auch etwas anderes möchtet, dann kann ich euch, tada, die kleinen Mini-Candle-Sets auch herzlich empfehlen, denn da habt ihr drei verschiedene Sorten drin, a 60 Gramm, die könnt ihr natürlich auch wunderbar verschenken oder für euch zu Hause an verschiedenen Orten aufbewahren. Zusätzlich zu den Kerzen habe ich noch ein weiteres tolles Geschenk für all diejenigen, die in der Weltgeschichte viel umherreisen. Ihr wisst ja, wenn ihr viel unterwegs seid, reist man manchmal auch nur mit Handgepäck. Und da muss man ja mal darauf achten, dass man die 100 ml-Grenze nicht überschreitet. Und so ist es natürlich auch bei Parfums. Man möchte dann am liebsten seine ganze Kollektion mit bei sich haben, aber das ist nicht immer möglich. Deswegen kommt hier meine super Last-Minute-Christmas-Empfehlung zu Weihnachten. Und zwar unseren neuen Easy Fill Atomizer. Den gibt es in zwei Varianten. Einmal in so einem klassischen, hochwertigen Schwarz. Und einmal in einem hochwertigen Beige-Weiß. Zurzeit haben wir auch eine wunderbare Aktion bei uns im Online-Shop. Das heißt, wenn ihr schon immer mal einen unserer Düfte probieren wolltet oder ihr euren Liebling habt, aber ihn nicht in einem vollwertigen Flakon dabei habt, vor allem die Black Collection, dann ist das hier die perfekte Lösung. Das sind 5 ml und diesen Atomizer könnt ihr super easy, wie der Name sagt, auffüllen. Innerhalb von wenigen Sekunden habt ihr euren neuen Lieblingsduft parat. Welche drei Düfte ich hierzu empfehlen würde zu Weihnachten? Die kommen jetzt. Duft Nummer 1 ist der Vanilla Vibes aus der Classic Collection. Ein super schöner, rauchig, fruchtiger Vanilleduft mit einem Bergamot-Auftakt, Lavendelnote in der Herz und in der Basis eine schöne Bourbon-Vanille. Also der Duft macht richtig Laune auf Winter, ja, und gibt dir das Gefühl von, du bist angekommen zur Weihnachtszeit. Den kannst du wunderbar in deinen Travel Atomizer mit reinfügen und hast Weihnachten immer bei dir. Duft Nummer 2 ist der Romans and Florence aus der Italian Collection. Der Flakon selbst initiiert ja das Ganze schon. Rot, ja, romantisch, Weihnachten, der Anzug vom Santa Claus natürlich. Und dieser Duft hier hat etwas super Magisches. Er zieht dich in den Bann. Du hast Safran mit Ingwernoten dabei, weißer Moschus, Vanille. Das ist ein pudrig, fruchtiger, sehr intensiver Duft, der ein wirklich wundervolles Weihnachtsgeschenk sein kann.
Und last but not least, der Dark Amber aus der Black Collection. Der hier ist das Nonplusultra, wenn es um einen gourmandigen Duft geht. Wir haben hier trotzdem auch leichte Bergamottnote mit Pfeffer, Veilchen und dann diese wirklich elegante Amber-Tonkabohne und die Vanille in der Basis. Dieser Duft ist zum Dahinschmelzen und lässt zur Weihnachtszeit die Aufmerksamkeit auf dich lenken. Ohne dass du zu aufdringlich wirkst. Und wie gesagt, wenn du schon immer mal von der Black Collection und vor allem den Dark Amber vielleicht probieren wolltest von uns, dann ist diese Variante im Travel Size Atomizer perfekt für dich. Denn das Ganze für 49 Euro inklusive Duft deiner Wahl, egal aus welcher Kollektion, ob Black, Italian, Woody, Classic, ist egal. Up to you, gibt's gratis dazu. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar gute Ideen zur Last-Minute-Christmas-Shopping-Aktion geben, die du nutzen kannst für dich selbst natürlich zum Beschenken, aber vor allem für deine Liebsten, damit du unterm Weihnachtsbaum richtig glänzen kannst dieses Jahr.